Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu LS17 Südhämmern Version 10.0, immer noch mit den Ansgar. Hallöchen. Hallöchen. Morgen dann auch wieder mit Werner, hoffentlich. Hoffentlich morgen wieder mit Werner, ja. So. Bin aber zuversichtlich. Ich gehe auch. So, dann fahren wir das Ding dann mal rüber. Du bist ja noch Feld am... Feld 8, Feld 10... Genau, ich ja, fahr zu Feld Nummer 10. Ich hol mal einen Helfer. Wir haben ja jetzt die Kohle. Wir müssen ja nicht hier uns tot sparen. Dann kann der nämlich schon mal anfangen zu säen. Auf dem Feld, das ist ja viereckig, sollte das auch eigentlich kein Problem geben. Sei denn, der kommt hier über diesen... Kann man diesen Haufen hier irgendwie untergrubbern? Ja, relativ schwierig. Ich denke mal, es wäre... Also ich habe schon versucht, aber der Grubber hängt halt auch dran auf. Kurz mit dem Radlader wegschaufeln. Echt? Ja, ja. Aber irgendwo beim Saatgut oder beim Dünger steht da einer. Den gleich mal machen. Und noch schön dieser Haufen garniert mit einem Polizeiauto. Naja. Schön, schön Polizei, schön. Ja. Aber ich freue mich auf dein Jahresabschlussvideo auf jeden Fall. Will ich mir auf jeden Fall aufmerksam anschauen. Die Stunde willst du dir gönnen? Ich hab mir. Ja klar. Okay. Ich guck mir das, ich mag das, ich mag solche Videos. Ich guck mir also relativ viel solcher Videos tatsächlich an. Auch von einigen anderen Let's Playern, die auch sowas machen. Ich glaube, der, also was ich zum Beispiel von Gronkh gucke ich eigentlich nur einmal im Jahr ein Video, richtig? Das ist dann dieses Jahresabschlussvideo, weil der da immer auch so persönliches Preis gibt. Zum Beispiel diese Geschichte, dass er mal so einer Oma irgendwie ein Brötchen gegeben hat. Also fand ich sehr, sehr cool und irgendwie auch nett. Sowas gucke ich mir ganz gern an. Oder der Kollege Garderol hat, glaube ich, auch mal so ein Video gemacht, wo er irgendwie so einen Abschluss, das war irgendwie, glaube ich, weiß gar nicht mehr, war das auch kombiniert mit einem Video zu den 100.000 Abonnenten? Also ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das irgendwie auch so ein relativ persönliches Video und auch ganz nett gemacht. Ich schaue mir die immer sehr, sehr gerne an. Na gut. Aber zumindest es schauen relativ viele. Durch die Länge müsste ich nachschauen, wie das letzte, also gerade das vom letzten Jahr angekommen ist. Aber ich glaube, das pendelt sich so bei 1 bis 2K ein. Mal gucken. Das Ding ist halt an so einem Tag, also gerade wenn du es jetzt am 31. beispielsweise machst, ne? Da bist du ja nicht der Einzige, der sowas hochlädt. Wenn dann, keine Ahnung, die Zuschauer 6 Kanäle verfolgen und jeder hat 1-Stunden-Video, ne, dann ist das halt auch immer so eine Sache. Das kommt dann alles so ein bisschen im Nachhinein, aber whatever. Ja, aber ich kann es ja jetzt aus dem FF echt nicht sagen, wie gut das ankommt. Das vom letzten Jahr, also aufrufsmäßig. Ich kann jetzt mal kurz auf mein Handy gucken. Aber ja, aber wie gesagt, das ist mir da in dem Sinne auch zweitrangig. Weil mir geht es einfach darum, am Ende des Jahres halt einfach selber halt zu sagen, das lief dieses Jahr gut, das lief dieses Jahr schlecht und das war der größte Bums und ja, sowas eben. Ja. Das ist halt, ja, halt persönliche Anekdoten halt noch von mir aus halt dementsprechend noch dazu. Dass, ja, also ich mag das immer. Oh. Es trifft dann halt immer mal vielleicht den einen oder anderen, aber das ist mir dann ja auch egal, es hat ja jeder das Recht, das Gegenteil zu machen. Habe ich ja auch kein Problem damit. So, gehst du hier rein? Halt! So. Wenn wir noch wissen, wie das hieß, ne? 2017? Ich wollte eigentlich auf meinen Kamera über mein Handy nicht auf dem Kanal suchen. Weiß ich nicht. Ne, anscheinend weniger. Was wolltest du denn? Du wolltest nachgucken? Ja, ja, ich wollte dieses Video halt, aber übers Handy kommen gibt es anscheinend keine Videosuchfunktion. Das ist ja auch wieder, Alter, wie top ist denn das? Das würde mir mega auf den Sack gehen. So was. Du hast ja eigentlich nicht bei Videos, Playlist, Community hast du ja irgendwo noch dieses Suchensymbol. Hast du aber halt hier dementsprechend gar nicht.
Ja, naja. Ich kann nur sagen, ich habe es noch nicht gemacht. Ja gut, dann werde ich das Video jetzt übers Handy auch nicht finden. Weil das ist ja nur über ein Jahr her. Und ich habe, glaube ich, dieses Jahr insgesamt jetzt, ich habe jetzt 11.000 Videos auf dem Kanal. 11.000? Ja, ja, schlimme Social Blade steht da, 11.000 und ein paar zerquetschte Videos in, was haben wir jetzt, 2017, also in 5 Jahren. Das ist... Krass, also ich wüsste jetzt nicht auswendig, wie viel wir drauf haben, aber ich würde mal so auf bei maximal 3.000 Videos tippen. Aber 11.000, das ist schon viel. Ja, muss ja mal so sehen. Ich habe ja alleine in den Anfangsjahren, also alleine im 13er, gehören ja alleine fast 1000, 2000 Videos nur Mod-Vorstellung. Ne? Also ich habe ja im 13er bin ich ja eigentlich durch diese Mod-Vorstellung erst so gewachsen. Und deswegen, also das sind bestimmt 1000, 1500 Videos nur reine Mod-Vorstellung für LS. Ja. Sind zwar auch Videos, aber... aber trotzdem. Der Kollege Carvon, der hat ja auch ganz viele Mod-Vorstellungen gemacht. So richtig. Das war auch immer Wahnsinn. Sobald ein Mod raus war, konnte man schon ein Video bei ihm sehen und dann waren es am Tag auch gerne mal 3-4 Videos. Nur Mod-Vorstellungen. Und dann kam manchmal noch ein Let's Play oder sowas dazu. Da fand ich schon sehr, sehr. Ja, war bei mir auch damals nicht anders, ne? Also, es war eigentlich auch so, ne? Ich hatte dann halt, ja, man muss ja auch mal sagen, ich habe die Zeit heute in dem Sinne nicht mehr. Also, ich könnte sie mir zwar nehmen, aber da würden halt sämtliche Let's Play-Projekte eingestellt werden müssen. Weil ich habe halt damals immer nur, ich habe größtenteils selber nur LS gespielt, ne? Ja. Also, so Dings. Ich habe ja auch Ewigkeiten, bevor ich das erste LS13 Let's Play rausgehauen habe, hatte ich bestimmt schon 200 Videos in der Mod-Vorstellung, weil ich halt LS nie Let's Playen wollte. Und ich war damals halt immer gespielt, habe halt immer nach neuen Mods gesucht, war dann halt den ganzen Tag auf Mod-Oster. Ne, und sobald dann ein Mod kam, habe ich den gemacht und der war in höchstens eine Viertelstunde später, war das Video dazu draußen. Ja. Und gut, Carvon, klar, 3-4 Videos. Ich glaube, Carvon war dann auch mal auf so einer Schiene, wo das ein bisschen höher war. Ich glaube, das war das hier mit dieser Netzwerkstreiterei. Das war ja, und ich hatte dann am Tag 15, 16 Videos. Ne? Also größtenteils alles Mordvorstellung. Ne? Und ja, das hat den Kanal aber halt damals auch zum Wachsen gebracht, das muss man auch dazu gestehen. Weil, wie gesagt, die Intention, die ich ja damals hatte, warum ich Mordvorstellung mache, war ja einfach so, es gab keine ordentliche Mordvorstellung. Das war ja eigentlich diese Intention, wo ich gesagt hatte, alles klar, da mache ich das halt selber, weil das, was halt im Umlauf ist, fand ich halt damals Bums. Da kannte ich noch einen Garderol nicht und mit seinen LS11 Mod-Vorstellungen, die er damals gemacht hat, das war damals alles unten. Okay. Ja, ja, der hat im 11er, hatte der auch ein paar Mod-Vorstellungen gemacht. Der hat auch im 13er Mod-Vorstellungen gemacht, ne? Der war ja Partner von Mod-Hoster da. Die wurden ja dann immer so exklusiv da. Vor meiner Zeit. Ich bin erst 2013 zur Simulation gekommen. Das heißt, aber Garderol hatte damals so extra mit Mod-Hoster, seine Videos waren dann immer so golden hinterlegt oder gelb hinterlegt. Golden? Ja, also ja nicht golden, ich glaube gelb und waren halt immer an der ersten Stelle und waren halt gelb hinterlegt. Na, das war ein guter Deal, den er da rausgeschlagen hat. Definitiv, ging mir damals schon auf den Sack. Und okay. Ja, warum steht der da? Ich meine, Garderol war zu der Zeit, was Reichweite angeht, der größte Simulationskanal in Deutschland. Gut, ist er mit Abo-technisch aktuell immer noch, nur reichweitentechnisch definitiv nicht mehr. Da haben so Kollegen wie Nordrhein TV Play und Burning Gamers da schon lange die. Ja, gut, das wollen wir jetzt. Geht jetzt hier in die falsche Richtung. Ja, im Endeffekt, er war damals halt der Größte und dann konnte man das zwar irgendwo schon so nachvollziehen, aber schon damals halt, ja, sagt man ja immer, ne, meine sind besser, ne, meine sind ausführlicher oder was ist nicht ausführlicher, sondern meine sind kompakter, whatever. Ne, aber, ich glaube, das ist auch ganz interessant für die Zuschauer jetzt, wie man vielleicht so dann reagiert, so als aufstrebender YouTuber oder so. Hast du das damals auch schon beruflich gemacht? 2012 habe ich Videos gemacht. Im Herbst 2013 habe ich es dann gewerblich gemacht. Das ist. Achso, okay. Also in der 2012, da war auch noch nichts großartig Simulation. Ne? Das war AAA und alles. Da habe ich mich ja eher über die Simulation noch lustig gemacht. Und mit dem 13er, der ja Ende 2012 rauskam,
Genau, ging das ja eigentlich erst mit den Simulationen bei mir los. Und dann habe ich dann im Oktober 2013, also über ein Jahr dann danach, weil ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen, habe dann halt dementsprechend neue Ausbildungsstelle, eigentlich Ausbildung, Arbeitsstelle gesucht. Und dann im Oktober 2013, dann habe ich das als Gewerbe gemacht, ja. Also circa ein Jahr später, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Ja. Und aber ja, ich hatte mich mit damals, wenn Sie sehen, hatte ich mich damals in der Wolle gehabt. Es war irgendein Modder, frage mich jetzt nicht mal, wie er hieß, mit dem hatte ich mich in der Wolle. Es gibt auch noch ein Video auf Wieso? dem Wie Kanal. kommt sowas? Wie kriegt man sich mit einem Modder hin? Der fand meine Videos halt scheiße. Also Okay, er und hat dann hat er dich in ausgeschlossen. meinen Augen sinnlose und schlechte Mods gemacht, das habe ich in dem Video so gesagt. Und Boah, Respekt! da hat er sich dann dementsprechend über aufgeregt, hat bei Modhorst immer meine Mod-Vorstellung über seine Mods halt rausgelöscht. Ich habe die halt immer wieder hinzugefügt und habe den dann halt in den Videos dementsprechend blöd gemacht. Ne? Wenn ein guter Mod da war, habe ich gesagt, ne, das ist mal was Ordentliches im Vergleich zu den Mods von denen und denen. Ne? Ja, Und, okay. Natürlich, weißt das geht natürlich gar nicht sowas, ne? du, eigentlich nicht, aber damals, ne, damals habe ich halt gequatscht, wie mir das Maul gewachsen war. Weißt du? Und hat mich alles nicht interessiert. Und, das kam halt damals dazu. Was dann kam, was war denn damals noch? Ja, dann war die Garderobschiene irgendwann, kam ja auch diese Strapanzen mit Garderobe dazu und auch mit Ach, anderen. welche Strippansen denn? Also musst du jetzt nicht erzählen, wie Ja, das irgendwie. doch, aber wie hatten das damals angefangen? Garderobe war, glaube ich, auf dieser MIG-Map im 13er. Okay. Ne, das war ja diese übelst große Map, man hatte damals Mensch, schon das ist alles noch vor Curseplay. meiner Zeit gewesen. Ja. Und der war auf dieser MIG-Map, der war ja damals schon im Curseplay-Geschäft mit drin. Und er hatte das irgendwie so gemacht, dass die Curseplay-Helfer irgendwie gegen solche Haufen gefahren sind. Dann sind die Fahrzeuge irgendwie durch die Luft gewirbelt und sind an den Standpunkt, wo die hin sollten, sind die halt wieder auf den Boden aufgekommen und haben halt dort ihre Arbeit angefangen. Da habe ich damals in irgendeinem Video gesagt, also was der Garderoll da in den Let's Plays machst, ist oder der größte Rotz, den du machen kannst. Oder irgendwie so. Weißt du, da fliegen Fahrzeuge durch die Luft, weißt du, so kompletter Vogel. Ne? So ungefähr habe ich das gesagt. Hatte er damals unter dem Video irgendwas kommentiert, ne? Da habe ich dann mitgekriegt, ach, alles klar. Der guckt sich das sogar an, ist ja Wahnsinn. Und ja, dann gab es ja immer wieder Missverständnisse hin und her. Weil, wie gesagt, bevor ich mit Garderobe das erste Mal privat gequatscht hatte, das war ja damals diese 17er-Sache, ja. Wo ich dann halt wirklich mal mit ihm gequatscht hatte und einfach mal die Dinge aus dem Weg geräumt haben. Die Jahre zuvor war das eigentlich immer so die Annahme, alles klar, der kann mich nicht ab, ich kann ihn nicht ab, passt. Ne, mittlerweile ist es ja auf einem Oh, neutralen ist ja Level. sehr viel Real Talk hier. Ne, ist halt so. Ja. Um deine Aber Frage ja, zu also es ist. beantworten, du hast 2887 Videos auf dem Kanal. Ah, okay, dann war ich ja ganz gut mit meiner Schätzung. Aber das war halt damals. Es gibt auch, glaube ich, noch irgendwie ein Video. Ich glaube, Undankbarkeit hoch 3 oder irgendwie sowas, das ist ein Thumbnail mit 2 Mittelfingern, ich weiß auch nicht, ob das noch online ist oder ob das noch privat ist. Da habe ich zum Beispiel ein Video drüber gemacht, dass es mir irgendwie auf den Sack geht, was war denn das? Ich glaube, Mod-Vorstellung, dass du wirklich Mod-Vorstellungen machst, versuchst diese Mods objektiv und alles halt zu bewerten und entweder waren es die Modder oder die Zuschauer, ich weiß nicht, dass es irgendwie nicht wertgeschätzt wird oder so, dass man das halt macht, kostenlos in dem Sinne und auch so schnell, weil ich war ja damals wirklich schnell. Und da gibt es halt auch so Videos. Es gibt auch ein Video über Martin. Ne, das war irgendwie so eine Parodie. Ich glaube, das heißt Ossi spricht. Weil Oh, da hat sich mei, oh, mei. Martin damals. Der Martin. Warte, ganz, ganz kurz, darf ich dich Ja? kurz Ja, unterbrechen? Haben die bitte. noch eine Sämaschine für normale Sachen, das heißt Ja, ja. Weizen? Ja. Das muss Oh. die Väterstätte sein. Keine Ahnung. Guck entweder auf dem Hof. Das dürfte die Väterstätte sein. Dann gucke ich mal weiter. Ja. Ja, aber mach weiter. Du warst bei Martin. Ja, bei Martin, weil der hatte damals, ja, also es ist im Übrigen der Martin, der sich heute noch Kanäle erstellt. Ne? Wir reden immer noch von einer der gleichen Person, das hat schon Tradition. Und der Kanal ist genauso, also Martin ist eigentlich schon fast so alt wie mein Kanal, wird er nicht jedes Mal löschen. Und ja, der hatte damals irgendwie ein Video rausgehauen, der hat sich schlimm über die Hater aufgeregt. Ne? Also das war schon damals so. Ne? Martin hat sich eigentlich über die Jahre nicht verändert, das muss man halt mal sagen. Und da hatte ich damals noch mit Simu-Tipps einen Haufen zu tun gehabt und hab ich halt so eine Parodie rausgehauen und hab mich dann halt so komplett vermummt mit Küchentuch und so, wisst ihr? Und hab dann halt einfach das Video, was er rausgehauen hat, halt einfach parodiert, so auf Deutsch übersetzt. Kam halt übelst gut an, ne? Aber sowas halt eben. Ne? Also Unmöglich, ey. ich fand Martin damals schon in seiner Art, so wie er es macht, halt lustig. Bekloppt, aber lustig. Ja.
Ja, lustig ist es auf jeden Fall, aber ja, ich finde es super interessant, was du da so erzählst. Wusste ich selbst nicht. Ich dachte, dass ich relativ gut informiert wäre über so Sachen, aber mich dann nicht. Übrigens, Garnerol schaut manchmal auch zu, glaube ich. Deswegen Grüße an der Stelle, wenn er heute wieder zuschaut. Also Garnerol guckt sich Südhermann an? Ja, hin und wieder, glaube ich. Mhm. Na da. Vielleicht auch nicht, aber ich... Also falls ja, da fühle ich mich geehrt, dass es doch der Qualitätsanspruch ist. Oder vielleicht auch einfach nur die Themenqualität, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist natürlich schön. Ich glaube, es ist auch, es ist so ein bisschen wie bei mir. Ich gucke auch gerne so Sachen an, wo es dann eben über YouTube geht oder so. Ich glaube, als YouTuber ist man da immer sehr interessiert, wenn über solche... hier hinten. Wenn über solche Themen geredet wird. Könnte ich mir vorstellen. Das kann durchaus sein. Aber wir sind fertig. Wir sind fertig. Das heißt, wie es weitergeht, das ist der Morgen. Hattest du an? Ja, nee, ich hatte an. Du hattest aber. Tatsächlich. Das seht ihr morgen. Hoffentlich dann wieder zusammen mit dem Werner. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu den angesprochenen Themen denkt. Ob ihr das vielleicht auch interessant findet. Oder ob ihr sagt, nee, sowas will ich eigentlich gar nicht wissen. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin da gespannt und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal, sagen wir tschüss. Tschüss.